Hinter diesen Mauern in Den Haag beraten Experten der UN-Chemiewaffenorganisation über die Post aus Damaskus. Die syrische Regierung hat erstmals Einzelheiten ihres Chemiewaffenarsenals offengelegt. Jetzt müssen die Experten entscheiden, ob das Material tatsächlich aussagekräftig ist. Der Westen ist skeptisch und dringt auf eine UN-Resolution, die auch ein militärisches Vorgehen billigt, wenn Syrien nicht alle seine C-Waffenbestände offenlegt, auch wenn Russland das noch ablehnt. Ich hatte ein ausführliches Gespräch mit dem russischen Außenminister Lavrov. Wir haben nicht nur darüber gesprochen, wie wir gemeinsam daran arbeiten, dass sich Syrien künftig an die Regeln des internationalen Chemiewaffenabkommens hält. Wir haben auch über eine UN-Resolution gesprochen, die eine starke Botschaft beinhaltet. Die USA befürchten, dass Syrien auf Zeit spielt und gar nicht vorhat, seine Chemiewaffen zu zerstören. Deshalb wollen sie die Resolution schon nächste Woche in der UNO beraten. Skeptisch sieht Washington auch eine iranische Vermittlung im Syrien-Konflikt, wie sie der neue iranische Präsident Rouhani in einem Beitrag für die Washington Post angeboten hatte. Ungeachtet der Tatsache, dass Teheran das Assad-Regime militärisch und politisch massiv unterstützt. Die UN-Chemie-Experten drücken allerdings nicht aufs Tempo. Sie haben eine für Sonntag geplante Erklärung zum syrischen Chemiewaffenarsenal verschoben auf unbestimmte Zeit.